Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Buchrezension für diesen neuen YouTube-Kanal. Ich möchte euch heute dieses Buch vorstellen. Es nennt sich, ja, Saeculum oder Saeculum, ich bin mir gar nicht sicher, und ist von Ursula Poznanski und ist im Löwe Verlag im November letzten Jahres erschienen und kostet 14,95 Euro. Erstmal kurz zum Inhalt. Der Hauptcharakter ist Bastian. Er studiert Medizin und er ist so ein bisschen verliebt in Sandra. Und durch sie lernt er die Rollenspielgruppe Saeculum kennen. Sie laden ihn ein, bei einem ihrer Conventions teilzunehmen. Die finden immer in ruhigen, abgelegenen Gegenden statt, sind illegal und sie verzichten dabei auf alle Errungenschaften der Neuzeit. Ja, Bastian entschließt sich zu diesem fünftägigen Abenteuer, kauft sich mittelalterliche Kleidung und bereitet sich halt allgemein auf das große Abenteuer vor. Bevor es wirklich losgeht, lernt man noch Bastians Vater kennen. Das ist ein sehr, sehr hässlicher Mensch. Also von seinem Charakter her, das werdet ihr dann aber erfahren. Und er bekommt noch kurz bevor es losgeht eine anonyme Warnung, per Telefon nicht zu fahren, aber er fährt natürlich trotzdem. Und am Bahnhof erfährt er schon, dass der Zielort wohl verflucht sein soll. Und auf der Bahnfahrt erzählt man ihm dann die Geschichte dieses Fluchs. Es geht um die zwei Brüder Tristram und Ludolf. Tristram ist der Bastard und Ludolf ist der Erbe des reichen Fürsten. Und bei ihrem letzten Kampf verflucht Tristram das Land, auf dem sozusagen das Anwesen seines Bruders steht, kurz bevor er halt stirbt. Ja, und dieser Fluch überschattet eigentlich das ganze Geschehen auf der Convention. Als sie angekommen sind, legt Bastian seine Armbanduhr, sein Handy und seine Brille ab und startet sein Abenteuer ins 14. Jahrhundert. Aber kaum hat es dort begonnen, verschwindet der erste Teilnehmer, dann noch ein weiterer, ein wertvolles Medaillon verschwindet und es tauchen seltsame Nachrichten auf. Und dann nimmt die Geschichte auch wirklich ihren Lauf und mehr möchte ich eigentlich auch schon nicht erzählen. Es ist nicht sehr anspruchsvoll geschrieben, aber trotzdem sehr spannend. Man möchte unbedingt weiterlesen. Bis zum Schluss wusste ich eigentlich nicht, wie ich alles in einen sinnvollen Zusammenhang bringen kann, wie jetzt alles zusammenhängt. Also es hat sich dann wirklich erst zum Ende ergeben und das finde ich immer sehr, 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 sehr schön, wenn man das Ende nicht schon im Vorfeld erraten kann, sag ich mal. Ist einfach ein toller Lesespaß und kann ich nur empfehlen. Und natürlich habe ich dieses Buch nach unseren Bewertungskriterien benotet. Es geht nach dem Benotungssystem 1 bis 6, wobei die 1 natürlich sehr gut ist und die 6 ist halt sehr schlecht. Dem Inhalt habe ich eine 2 gegeben, weil es wirklich sehr, sehr gut geschrieben ist. Es ist auch mal was ganz, ganz anderes. Die Aufmachung hat auch eine 2. Es ist halt wirklich sehr, sehr schlicht gemacht, aber passend. Der Suchtfaktor hat auch definitiv eine 2. Also es ist wirklich, es lädt zum Weiterlesen ein. Romantik bekommt eine 3, weil es einfach nicht kein wichtiger Punkt in diesem Buch ist. Glaubwürdigkeit hat bei mir auch eine 3. Ich denke, in Teilen kann das hier passieren, vielleicht nicht unbedingt in diesem Ausmaße. Schreibstil auch eine 3, also es ist nichts Anspruchsvolles, aber es ist in Ordnung. Lesespaß auch auf jeden Fall eine 2 und das Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine 2. Ihr bezahlt halt 15 Euro für dieses Buch, aber es ist auch wirklich sehr dick. Ich kann mal schnell gucken, wie viele Seiten das sind. Ja, 493 Seiten. Ja, und Ursula Poznanski hat mich wirklich begeistert und deswegen werde ich auch, glaube ich, auch noch ihre anderen Bücher lesen. Und wenn ihr das gerne wollt, rezensiere ich die natürlich auch. Könnt ihr mir gerne die Kommentare schreiben. Könnt mir auch gerne die Kommentare schreiben, wenn ihr das Buch vielleicht auch schon gelesen habt und mir eure Meinung mitteilen. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns ganz bald bei meiner nächsten Buchrezension. Bis dann. Tschüss!